Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Tutorial von mir. Dieses Mal geht es darum, wie man Too Many Items für Minecraft 1.3.1 installieren kann. Wie immer braucht ihr natürlich erstmal die Dateien, das ist die falsche Seite gerade. So. Download von Minecraft 1.3. Müsst ihr nur kurz runterscrollen, dann kommt ihr hier auf Adfly. Müsst ihr nochmal 5 Sekunden warten. Werbung überspringen. Dann müsste es sich von alleine downloaden, genau. So, Datei rausziehen. Da ist er auch schon. Dann wieder noch die Minecraft-Shell öffnen. Wieder das kleine Shortcut. Windows-Taste plus R. Da habe ich es ja schon eingegeben von meinem letzten Tutorial. Prozent, AppData Prozent, slash, Punkt Minecraft, slash bin, slash Minecraft, Punkt jar. Eingabetaste drin ist, das blöde Ding da wegmachen. Das andere blöde Ding löschen, nämlich den Meta-Inf-Ordner. Ja, geh weg. Der muss nämlich gelöscht werden, nämlich wenn ihr den Meta-Inf-Ordner nicht löscht, dann könnt ihr den Mod nicht installieren, beziehungsweise ihr kriegt einen Black Screen. So, dann öffnet ihr die Too Many Items. Class-Dateien rüberziehen. Aufpassen, dass ihr nicht den obersten Ordner mit rüberzieht, sondern nur die Class-Dateien und das, was da drunter ist. Ganz einfach rüberziehen. Und das war es eigentlich auch schon. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Ich kann es euch ja nochmal kurz zeigen. Minecraft öffnen. Login. Einzelspiele. Meine Welt. Inventar. So. Noch kurz Vollbild. Und ihr habt das auch schon. Das kann man ganz gut erkennen. Hier kann man schön. Alle, huch, was ist das denn? Verschlossene Ruhe. Also hier kann man alle Items und Blöcke und was auch immer, kann man hier einfach auf der, in der rechten Leiste hier, kann man einfach alles rausziehen. Und ja, der Mod ist einfach super, damit bekommt ihr alle Items, Blöcke, was auch immer ihr wollt, bekommt ihr einfach so und auch unendlich. So. Das war es auch wieder von der Installation her. Und wieder einmal bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch wieder weitergeholfen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.